jetzt seinen Bowler. Wir setzen jetzt hier schön unsere Truppen aus. Kommt noch mit einem Mini-Packer von hinten. Dass es alles am Turm, ihr seht es. Er hat kein Elixier. Er ist Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es nicht nur wie jeden Samstag ein Deck für euch geben, sondern gleich drei Decks. Nämlich ist es heute eine Special-Folge. Und zwar gibt es von mir heute die besten drei Riesendecks von mir. Bevor wir jetzt anfangen, will ich noch ganz kurz euch daran erinnern, heute Abend ist mein als kleines Dankeschön für euch, für die 2000 Abonnenten, nochmal vielen Dank dafür, spendiere ich euch ein 5er Champs Turnier. Den Stream gibt es ungefähr ab 18 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. So, wir beginnen jetzt, würde ich sagen, mit diesem Classic All-Style Deck, würde ich das mal nennen. Das ist das gute alte Riesen Poison Deck. Gift wurde wieder stärker gemacht, ist seitdem auch auf jeden Fall wieder spielbar. Statt den Guards habe ich aber jetzt die Skelette reingenommen. Und das Deck wollen wir auf jeden Fall jetzt mal spielen. Zu den Alternativen des Decks, statt Gift könnt ihr auch immer Feuerball oder einen Blitz reinnehmen. Statt dem Mini-Packer könnt ihr auch guten Prinzen spielen. Statt der Musketieren einen Elektromagier oder Bogenschützen. Statt dem Megalakai auch die Lakaien. Und statt den Skeletten könnt ihr vielleicht auch einen Eisgeist oder Feuergeist oder so reinspielen. Also irgendwas, was billig cycelt, vielleicht auch ein Eisgolem. Und sowas in die Richtung könnte man da ganz gut ersetzen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal rein in ein Live-Game und wollen schauen, wie das Deck so funktioniert. Dass es stark ist, kann ich euch versprechen. Ich habe es auch vor kürzerer Zeit, vor ein, zwei Wochen mal wieder ausprobiert. Ist sehr stark weiterhin. Kann ich nur empfehlen. Ist, denke ich, auch sogar unterschätzt. Also Riese Poison wirklich weiterhin sehr stark. Wir können mit der Pumpe starten und wir sehen jetzt schon hier wunderbar, er spielt einen Grabstein. Das sind wir natürlich sehr stark dagegen. Er spielt jetzt hier einen Bowler, da will ich jetzt keinen Push dagegen aufbauen. Ich würde sagen, wir werfen hier einfach mal Gift drüber. Zerstören jetzt seinen Grabstein, treffen noch ein bisschen seinen Bowler. Geht besser, aber wir haben jetzt gerade nichts Besseres auf der Hand. Mal schauen, was er sonst noch hat. Ich sehe den Megalakai. Gut, er kommt jetzt mit dem Bowler und dem Bogenschützen. Wir setzen dann noch die Skelette. Versuchen ein bisschen zu distracten. Er kommt jetzt mit seinem Grabstein, okay. Da zappen wir ganz kurz mal noch. Er freest das Ganze, trifft leider jetzt. Er trifft nicht unseren Mini-Packer, geht aber noch in Ordnung, der Megalakai. Das geht in Ordnung, wir kriegen ordentlich Schaden ab. Der Bogenschütze ist auch am Turm. Er hat jetzt hier einen Freeze gespielt. Gegen Freeze sind wir relativ anfällig, deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, statt dem Musketier, wenn ihr es habt, dann vielleicht, oh, jetzt treffen wir leider nicht sein Musketier, statt dem Musketier dann vielleicht doch lieber den Elektromagier zu spielen, weil er auch diesen Zap-Effekt drin hat. Oh, er spielt bisher ziemlich gut, muss man sagen. Hätte ich gar nicht erwartet jetzt so. Auch noch starker Eisgolem. Ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt mit der nächsten Pumpe und schauen mal, wie er reagiert. Er spielt ein sehr aggressives Freeze-Deck. Das ist relativ stark zurzeit. Er kommt jetzt auch hier schon wieder mit dem nächsten Graveyard. Also Graveyard konnert uns ziemlich, muss man doch sagen. Also das, damit hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Er wird sich jetzt auch echt den ersten Turm holen, klar. Jetzt sind jetzt ganz entspannt ein Musketier. Ich sage mir schon mal danke, warum auch immer. Denkt wahrscheinlich, es läuft ganz gut für ihn. Aber gleich ist auch bei Double Elixir Time für uns erreicht. Und spätestens dann wird es ziemlich unangenehm für ihn werden. Ich weiß nicht, welche Zauber er so drin hat. Ich denke, er wird jetzt hier den Bowler wieder aussetzen. Er setzt wieder seinen Grabstein. Diesmal können wir Gift drüber setzen. Er setzt jetzt seinen Bowler. Wir setzen jetzt hier schön unsere Truppen aus. Kommt noch mit einem Mini-Packer von hinten. Das ist alles am Turm, ihr seht es. Er hat kein Elixier. Er ist so aggressiv gegangen. Wir kriegen ganz souverän den ersten Turm. Er freest das Ganze noch defensiv. Wir bringen den nächsten Riesen. Jetzt wollen wir auf die drei Kronen gehen. Mal schauen, ob das klappt. Bringen nochmal unser Musketier, noch ein Megalakai. Werfen jetzt nochmal Gift drüber. Setzen Skelette aus. Und ich denke, das ist jetzt doch ganz schön überzeugend gewesen. Krass, ja. Also ich denke, ich habe euch jetzt nicht zu viel versprochen. Wir haben natürlich schon ein starkes Deck gegen ihn gehabt mit Gift. Man darf es ja auch nicht nervös machen lassen. Ihr habt ja gesehen, er war 1-0 in Front. Wir hatten auch kaum Schaden gemacht, aber ich bin... habe mich nicht nervös machen lassen, habe das Ganze durchgezogen. Und der Gegner auch bei über 4000 Trophäen. Also auf jeden Fall auch kein schlechter Gegner. Und ich denke, das erste Deck sollte euch hoffentlich überzeugt haben. Und damit kommen wir zum zweiten Deck. Und damit wir jetzt auch ein bisschen Abwechslung drin haben, habe ich jetzt nochmal ein anderes Deck genommen. Und zwar ein Riese Friedhof Deck. Ein aggressives, ohne Pumpe dieses Mal. Wir spielen Sepp, Kampfholz und Feuerball. Damit haben wir so ziemlich die drei stärksten Zauber drin. Kein Blitz, das wäre dann kein aggressives Deck mehr, weil es einfach zu teuer wäre. Für die Defensive haben wir die drei Elixier-Skelette, die sind sehr überraschend und sehr stark. Dann spielen wir mit Lakaien und Riese, sehr aggressiv.
Dazu noch ein Elektromagier und einen Friedhof. Also extrem aggressives Deck. Man setzt den Gegner oft unter Druck. Hat auch eine relativ starke Defensive mit vielen kleinen Einheiten. Das ist so das Starke daran. Was man tauschen kann. Man kann statt dem Kampfholz, das kann man auch einfach rausnehmen, irgendwas Kleines wieder dafür nehmen. Man kann hier guten Ritter statt dem Kampfholz auch nehmen. Skelette, Eisgeist, Feuergeister, wieder irgendwas Kleines halt. Vielleicht auch wieder ein Eisgolem. Statt den Lakaien wieder den Mega-Lakaien natürlich. Statt dem Elektromagier wieder Musketier oder Bogenschützen. Oder sogar auch einen Bowler, den könnt ihr auch mal ausprobieren. Oder auch einen Scharfrichter, geht auch sehr gut. Und wenn ihr keinen Friedhof habt, könnt ihr das Deck wohl halt kaum spielen. Statt Friedhof geht aber tatsächlich auch ein Ballon, den könnt ihr auch mal ausprobieren. Klappt auch, ist aber nicht so einfach zu spielen. Diese Ballon ist immer relativ schwierig. Und ich würde sagen, wir machen auch damit wieder ein Live-Game. Und mal schauen, ob es auch so genauso gut wie beim ersten Spiel laufen wird. Wir haben eine interessante Starterhand. Vielleicht setzt er hier irgendwas Teures ein, wäre perfekt für uns. Dann könnten wir aggressiv starten. Ich denke zwar nicht. Ansonsten setzen wir, denke ich. Okay, kommt jetzt mit dem Eisgolem. Interessant, was macht er? Setzt seine Skelette aus. Sie sind nur auf Level 6, sehe ich. Okay. Das ist ein guter Start für uns. Wir können jetzt einen Riesen davor setzen. Er kommt noch mit dem Schweinreiter. Okay, den können wir jetzt noch schnell verteidigen. Ich hoffe, er wird das Ganze nicht wegsäppen schnell. Lässt er uns jetzt hier... Hat er stark gemacht. Wir müssen jetzt hier nochmal schnell zappen. Ich glaube, das wird nichts werden mit dem ersten Push. Er hat also einen Inferno-Turm. Da müssen wir extrem aufpassen. Aber er lässt den Elektromagier hier, glaube ich, an den Turm. Sehr schön. Er lässt den Elektromagier durch. Das darf man nicht unterschätzen. Jetzt auch noch Skelette. Er wird ein billiges Cycle-Deck spielen, denke ich. Zusammen mit dem Schweinereiter. Ist sehr stark auf jeden Fall. Wir haben jetzt leider gerade überhaupt nichts zu setzen. Ich denke, wir werden jetzt hier noch eine Skelettarmee aussetzen müssen. Jetzt habe ich alles ausgesetzt. Das kommt in dem Moment leider mit seinen ganzen Einheiten. Setzt noch starke defensive Speerkobolde und macht hier schon mal guten Schaden. Bin ich jetzt ein bisschen zu aggressiv gegangen? Ich hatte jetzt gerade... Wir spielen gegen ein eher starkes Deck gegen uns. Wir sind eher stark gegen Golem-Spieler, gegen Riesenspieler. Also halt eher vor allem gegen Tank-Spieler. Aber gegen aggressive Schweinereiter-Spieler sehen wir doch relativ schwach, muss man sagen. Trotzdem versuche ich hier das Beste draus zu machen. Wir haben schon auf beiden Türen ein bisschen Schaden abbekommen. Geht in Ordnung, geht auch auf jeden Fall besser. Ihr seht, das haben wir hier leider auch überhaupt gar nichts gegen ihn. Wir setzen die Skelettarmee ein bisschen in den Rücken und hoffen, dass der Eisgolem nicht so schnell stirbt. Okay, jetzt können wir den Friedhof aussetzen. Er hat viele Elixier ausgegeben. Ich denke, wir werden es hier gleich nochmal zappen. Ich hoffe, der wird nicht rechtzeitig kommen, denke ich. Wir setzen jetzt hier die Speerkobolde weg und hoffen, dass wir ordentlich Schaden abbekommen. Ja, er hat viel Elixier ausgegeben. Wir sehen es, wir kriegen, obwohl er jetzt den Inferno-Turm noch aussetzen konnte, den Turm auf 307 Leben runter. Das geht in Ordnung. Ja, sein einer Turm ist auch noch nicht gefallen. Das heißt, ein Turm ist auch noch nicht aktiviert. Wir bringen jetzt hier unseren Elektromagier, der kann das Ganze jetzt hier schon stunnen. Jetzt habe ich hier noch einen Riesen reingesetzt, war jetzt vielleicht nicht so schlau, gebe ich zu. So, Riese wieder am Start, wir setzen jetzt noch den Friedhof dazu, das Ganze wird gleich noch gesäppt. Mal schauen, ob er das zulässt. Jetzt den Sepp von uns, zack. Der Elektromagier ist jetzt auch noch am Inferno-Turm, sehr schön. Die ganze Skelettarmee praktisch da am Turm und damit steht es 1:1 und der andere Turm von ihm ist auch schon sehr, sehr angeschlagen. Und ich würde sagen, wir können jetzt aggressiv gehen. Auf der linken Seite lebt noch der Elektromagier. Wir setzen jetzt für Minions dazu. Er kommt noch mit einem verzweifelten Schweinereiter, wird uns nicht so viel helfen. Wir bringen noch einen Friedhof. Und damit ist die Sache auch eigentlich schon relativ erledigt. Wir hatten ein ziemliches... Ja, Konterdeck jetzt nicht wirklich, aber es war schon ein starkes Deck gegen uns. Und trotzdem konnte jetzt auch hier der zweite Test schon ziemlich überzeugen. Das Deck auf jeden Fall für die Challenge auch sehr, sehr stark. Wir könnt ihr genauso spielen. Nur ist halt ein Elektromagier mit Friedhof auch sehr stark. Vor allem, weil wir auch halt auch praktisch diesen Zap-Effekt gegen den Inferno-Turm haben, zum Beispiel. Auf jeden Fall wieder ein souveräner Sieg. Hat auf jeden Fall auch wieder überzeugen können gegen billiges Cycle-Deck. Gegner bei 4300 Trophäen, krass. Dass er jetzt so gut ist, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also umso überzeugender mit dem Deck. Und auch der zweite Gegner bei über 4000 Trophäen und relativ souverän gewonnen. Kann so weitergehen. Wir kommen zum dritten Deck. Das war lange Zeit mein stärkstes Deck. Mit dem Deck bin ich in leicht abgeänderter Form auf Platz 4 von 1000 gelandet, von 1000 Spielern, beim 1000-Spieler-Turnier. Inzwischen ist der Henker, der Scharfrichter bzw. der Henker etwas schwächer geworden. Trotzdem ist das Deck noch immer sehr stark und wir wollen es uns mal genauer anschauen. Wir spielen Kampfholz, statt Kampfholz kann man immer auch den Sept nehmen, das habe ich euch schon vorhin gezeigt. Dazu den Blitz und den Tornado. Der Tornado besonders stark mit dem Henker. Ihr könnt defensiv Truppen zurückziehen, besonders so einen Riesenpush mit Musketier zum Beispiel oder Lakaien oder so. Alles auf eine Stelle ziehen. Der Henker wirft seine Axt durch und der ganze Push ist down.
Das ist so das Starke daran. Und das gleiche geht in der Offensive natürlich auch, wenn ihr den Scharfrichter hinter einem Riesen habt, zusammen mit dem Tornado. Das kostet halt nur zusammen Elixier. Und deswegen müssen wir die Pumpe reinnehmen, dass wir dann in der doppelten Elixierphase ziemlich krasse Kombis aufbauen können. Lakaien wieder sehr stark in der Defensive, sowohl als auch in der Offensive natürlich. Der Elektromagier auch immer sehr stark. Wie gesagt, statt Elektromagier könnt ihr auch Musketier, Bogenschützen oder vielleicht auch mal einen Megalakai nehmen, weiß nicht genau. Den Lakaien solltet ihr einen Megalakai reinnehmen oder einen Mini-Packer oder einen Prinzen. Also irgendwas, was richtig Schaden macht, sollte dann schon das Deck rein. Also ich würde sagen, wir springen rein in ein drittes Game mit diesem Deck und ich hoffe, es kann wieder genauso überzeugen wie den ersten beiden. Also wir haben jetzt leider keine Pumpe auf der Hand, das ist leider gar nicht gut, haben wir ein bisschen Pech gehabt. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was der Gegner so macht. Und der Gegner macht gar nichts, okay. Wir warten ein bisschen ab, ich hoffe, der Gegner wird irgendwas setzen. Er setzt jetzt eine Prinzessin, er wird vielleicht ein Seppel-Deck spielen mit Inferno-Turm, denke ich. Mal schauen, ja. Man weiß irgendwie schon immer ungefähr, was die Gegner so spielen. Das heißt, ich bringe jetzt den Scharfrichter. Er wird sehr sicher einen Inferno-Turm spielen, leider. Mit einem Miner wahrscheinlich, sowas in die Richtung, mit Lakaienhold und so. Er kommt jetzt mit seinem Eismagier, kann er gerne machen, ich hoffe. Oh, er muss noch einen Miner dazu setzen. Das wollte er wahrscheinlich nicht so. Sehr schön. Tornado mit Lakaien war jetzt teuer, aber hat sich auf jeden Fall defensiv gelohnt. Er wird ein bisschen Schaden abkriegen. Wäre jetzt auch von der Defensive her besser gegangen. Wir bringen jetzt hier gegen seinen Ramburg einen Elektromagier. Der wird sterben, klar. Er bringt noch einen Kampf, ist okay. Der Elektromagier sieht auch hier sehr stark gegen Ramburg. Jetzt haben wir leider nur keine nächste Pumpe auf der Hand. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir kommen jetzt mal von hinten mit dem Scharfrichter. Ich denke, er wird einen Inferno-Turm spielen. Ich weiß deswegen gerade nicht, ob ich jetzt einen Push starten soll. Okay, setzt einen Eismagier. Wenn er einen Inferno-Turm spielt, könnten wir einen sehr schönen Lightning erwischen. Wenn wir noch den Eismagier und den Turm und so weiter treffen. Mal schauen. Okay, setzt noch die Prinzessin dazu. Das ist das Zeichen für uns. Zack, Blitz drüber gehauen. Und weg ist das Ganze. Oh, er spielt also die Elite-Barbaren. Jetzt stirbt leider unser Henker. Das tut natürlich ziemlich weh. Das tut ganz schön weh, egal. Wir bringen hier noch einen Kampf aus. Die Minions, ihr seht es, wie viel Schaden die Minions machen. Die können ja auch die Elite-Barbaren fast allein aufräumen. So weit, so gut. Er hat mehr Schaden gemacht, das überrascht mich. Er hat tatsächlich mehr Schaden gemacht. Aber jetzt kommt die doppelte Elixierphase, damit unsere stärkste Phase. Wir bringen hier wieder unseren Elektromagier defensiv. Ich bin mal gespannt, ob er noch irgendwas supportet. Macht er jetzt, glaube ich, gar nicht. Nein, macht er nicht, okay. Er bringt uns von hinten Eismagier und jetzt ist die doppelte Elixierphase erreicht. Wir haben uns gar keinen so großen Elixiervorteil aufbauen können. Aber ich denke, das sollte trotzdem in Ordnung gehen. Bringt jetzt hier unseren Riesen. Er bringt jetzt hier, etwas überraschend für mich, seine Lakaien oder zusammen mit dem Miner. Das haben wir aber schön aufgehalten bekommen, ihr habt es gesehen. Jetzt warten auf seine Elite-Barbaren, da kommen sie. Jetzt kann der Miner, der Henker hier schön seine Axt durchschwingen. Die ganzen Einheiten sterben schnell. Wir haben schon den nächsten Riesen am Start. Bringen jetzt den nächsten Riesen. Können gleich schon den nächsten Henker setzen. Das sieht gut aus. Er bringt hier zwar jetzt eine Skelettarmee und einen Eismagier und so weiter, aber wir haben jetzt schon zwei Scharfrichter am Start. Ich setze die Truppen jetzt ein bisschen arg auf einen Fleck. Ich hoffe, er hat keinen Feuerball oder sowas drin. Das wird uns jetzt ziemlich zerstören. Er bringt jetzt noch seine Elite-Barbaren. Wir setzen hier noch einen Kampfholz drüber. Da lebt dermaßen viel. Ich glaube nicht, dass er das aufhalten kann. Ist ein bisschen ungewöhnliches Spiel gewesen. Zwei Henker sind am Turm, aber ich denke, ja, das ist wieder der souveräne Sieg. Wir hätten besser spielen können, wir hätten schlechter spielen können. Wir hätten zwischendurch keinen Riesenpush starten sollen. Ihr habt es gesehen, da sind die Elite-Barbaren dann doch irgendwie gefährlich gewesen. Haben den Riesen schnell down gekriegt und das war dann doch relativ stark. Aber letztendlich der souveräne Sieg, geht in Ordnung. Und der Gegner, aha, war wieder stark bei 4.500 Trophäen. Okay, das ist natürlich dann doch wieder etwas höher einzuschätzen, krass. Also alle Gegner bei 4000 plus Trophäen und alle drei Decks haben mich auf jeden Fall überzeugt. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Einmal das starke Riesen-Poison-Deck, das hat mich mit am meisten überzeugt, muss ich sagen. Ich denke, in der Arena könnte es sogar das stärkste Deck sein. Am stärksten für Challenges schätze ich dieses Deck ein. Das ist zurzeit das stärkste Deck für Challenges mit Riese und dem Friedhof. Statt Elektromagier könnt ihr, wie gesagt, Musketier oder Bogenschützen nehmen. Und natürlich noch das dritte Deck mit dem Henker Tornado. Das ist aktuell wahrscheinlich von den drei noch sogar das Schwächste, obwohl es auch sehr, sehr stark ist. Wie gesagt, Vierter von 1000 mit diesem Deck geworden, aber inzwischen ist der Henker halt doch ein bisschen schwächer geworden. Das ist ein bisschen schade. Und ich hoffe, ihr könntet was mit der Folge anfangen. Ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.